Ich hoffe, ich vergesse nichts. Und wenn nicht, können wir das ja im Let's Play in 3 Monaten. Sehen dann, ja genau. So, ich habe gerade einen Hebel abgebaut. Ich habe einen Motor habe ich abgebaut. Den schmeiße ich erstmal mit rein. So, das heißt, da und da muss ich damit hin und da hinten muss ich mit dem anderen Kram lang. Soll heißen, der muss weg. Der muss weg. Und, aber das wird die Geschichte. Okay, das baue ich dann hier erstmal ran. Aber wenn der Devil siedelt, kann er ja schon mal seine Koordinaten geben, oder siedelt er noch nicht? Ha? Doch, jetzt habe ich was gefunden. Er hat es gefunden. Ja. Okay, warte. Nee, noch nicht, klar, warte mal, ich muss warten, bis mein Laser hier fertig ist. Ach du, was du wieder willst. Damit ich ihn gleich abschalten kann. Ja, sonst brauchen wir 1000 Millionen Energie hier. Laser? Der Laser, ja. Was machst du denn jetzt schon wieder? Noch ein eisernes Untergatter fertig. Ach so. Das ist gleich fertig. Und wenn ich abschalten, dann bringe ich noch 2 eiserne Untergatter mit runter. Ja, alles hängt jetzt nur wieder an dem guten Herrn Primi, weil der nicht aus dem Team kommt. Ja, danke. Hättest du vorher mit mir gesprochen, wäre alles vorbereitet gewesen. Ach, sprechen ist so langweilig. Ist das eigentlich normal, dass euer Motor hier stillsteht, aus dem Gearbottich das rauspumpen soll in die Destille? Ja, das lassen wir alles so, das baue ich noch um. Dafür okay. Ich habe ja noch 3 pulsierende Eisenundgatter da, da kann man ja schön mit pumpen, ne? Da würde ich dir eher vorschlagen, dass du da auch Liquidukte für nimmst und die über einen Schalter anregelst. Das ist wesentlich angenehmer, finde ich. Na, ich wollte jetzt alleine schon aus der Destille zum Rauspumpen. Ach so. Da nachher ein eisernes, pulsierendes Eisenundgatter setzen, damit ich sagen kann, hier. Kann man machen. Und wir müssen, glaube ich, ein Upgrade haben für die Destille, weil das irgendwie sieht zu langsam. Dann baust eine zweite. Ja, so, ich hätte hier mal hier hinter dir. Ne, was hat er? Noch ein paar Liquidukte abzugeben. Das ist sehr schön. Und nochmal 2 eiserne. Das ist auch sehr schön. Gut. Dann wollen wir mal gucken. So, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich den Mist hier weitergebaut kriege. Da muss ich einen. Der Verbrennungsmotor hat er auch noch einliegen lassen hier. Mann, ich bringe ihn alle. Ja, den habe ich gerade eben erst ausgebaut. Bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Der kommt nachher auch wieder dazu. Ich muss mir jetzt nur erstmal das Grundgerüst aufbauen. So, das ist das. Warte mal, da komme ich so rüber. Das heißt, ich muss jetzt hier hinten. Achso, die Kühlung geht da oben lang. Yep. Es hätte auch ein normaler Motor gereicht. Was für ein normaler Motor? Normale Motoren sind langweilig. Ich merke das schon. Ich bin Elektriker, ich baue nie was normal. Mit den Liquidum, warum bist du denn, da bist du ein zu weit hier, oder nicht? Nein, ist alles gut, so wie es ist. Ja, da schließt er sich damit an. Wie gesagt, Benzin haben wir ja genug und dann, wenn der Motor nachher läuft, dann soll ja auch das Benzin wieder fließen. Meinst du? Dann muss ich den ganzen Kram nur ein bisschen umbauen. Ist natürlich. Meine Überlegung, die ich hier gemacht habe mit der Treppe und alles hier vor. Hier kannst du eigentlich eine Mauer nachher vorziehen, wenn das Ding erstmal läuft. So, jetzt werde ich die ganze Geschichte mal anschließen an eure Benzinversorgung. Ja. Soll ich dir das mal anschließen? Ach, geht alleine. Läuft schon alles. Da sollte eigentlich genug Benzin sein. Das können wir erstmal abbauen hier, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das speist du mit der einen Zelle die andere Zelle, oder was? Hier laufen noch Motoren? Aha. Hä? Ja, das ist... Bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Jetzt versuche ich nur gerade was zu überlegen. Nicht, warum der ganze Kram hier gerade nicht läuft. Weil die Motoren laufen. Warum die laufen? Ach, nee, ist alles gut. Ich weiß nicht. Die Energiezelle ist voll, es läuft nicht. Deswegen läuft er nämlich nicht. Ja, so viel zu, da ist genug Benzin, ne? Wieso? Hier kommt doch nichts mehr durch. Ja, es dauert einen kleinen Moment. Was? Ach, hier habt ihr das. Hier kommt das Benzin raus und dann geht's wohin? Ja, und da durch. Unterirdisch und dann kommt das da, wo du das angeschlossen hast, an.
ersetzt das ganze Ding bitte durch Liquidukte, weil die Dinger sind viel zu lahmarschig, um das Ding in ihren Gang halten zu können. Das sind doch Liquidukte. Aber hier hinten nicht. Hier hinten ist ein... Dann kommen Liquidukte? Nee, kommen ja auch nicht. Doch, unten kommt Liquidukt. Guckst du hier? Siehst du das? Ist ein Liquidukt. Okay, warte mal, das reißen wir mal kurz weg hier. Nimm das mal weg. Ich besorge... Warum? Ja, mach mal. Nur die beiden Teile, die keine Liquidukte sind. Ja, aber ohne Liquidukte, wie pumpt das denn? Ich hab das weggerissen. Warten Sie ab, alles wird gut. Da jetzt das... Pusine Gatter rauf, oder was? Nein. So. Aha. Okay. Und dann läuft das. Und jetzt musst du mal gucken, wie er jetzt hier den ganzen Kram nämlich raussaugt. Das ist ungefähr 10 bis 12 Mal schneller als wie dieses alberne, eiserne Gitter. Ja, ich dachte, das wäre... Achso, und das meinst du, soll ich mit den... Ja, das kannst du eigentlich mit allen machen. Das kannst du auch... Wo ist das Holz hin? Holz? Weiß ich nicht. Trubenholz. Hier ist das Holz. Eichenholz, Trubenholz, was war das? Fußboden, warte mal. Ne, das hab ich ja. Da war auch noch eins. Was war das, Eichen oder Trubenholz? Trubenholz. Ja, stimmt. Das lag hier gerade, das habe ich wohl eben aus Versehen irgendwie aufgesammelt. So, jetzt packe ich hier noch deine Liquidukte und die Energy Conduits wieder rein. Das Strukturrohr, das eine, die eisernen und Gatter werde ich gleich mal setzen hier noch. Gleich machen. Shift. Zack. Jetzt mal zu meiner Frage. Ja. Also du hast jetzt die Eisen und so, du musst doch das reichen. Es reicht also einmal, also ein Eisen und Gatter reicht denn für drei Motoren. Für vier. Für vier. Das ist ja praktisch. Deswegen, das ist die Energie, das ist die materialsparendste Variante dieses Riesen-Engine, die ich kenne. Also mit viel, so also viel weniger gibt's nicht. Ja, und diese Energiezelle, die jetzt voll ist, die steuert quasi alles an. Die speist jetzt meine andere Energiezelle. Genau. Das heißt, den Motorenkram hier können wir abschalten, wegreißen. Ja, ich würde ihn allerdings laufen lassen, bis er kein Benzin mehr hat, sonst ist das ja auch irgendwie ein bisschen Energieverschwendung, ne? Ja klar, die hören ja also eigentlich von alleine auf. Die hören dann irgendwann von alleine auf und dann springt dieses Engine erst an. Die haben aber noch volle L. Naja gut. Ja, wenn ich was baue, dann nicht klein, ne? Ja, aber jetzt ist ja die Sache, diese Energiezelle, na die hat noch keinen Strom, die verbraucht ja auch ordentlich. Ja, du musst nur wirklich aufpassen, dass du hier hinten mehr Kühlung hinbaust. Bau mindestens das Doppelte bis Dreifache. Hier liegt noch ein Konduit. Du brauchst für drei Motoren, die du brauchst, brauchst du... Also ungefähr, ja. Das hat sich als ganz gut herausgestellt. Dann hast du auf jeden Fall genug. Es ist ja alles erweiterbar. Ja, das würde ich dann auch erweitern demnächst hier schnell. Ich komme hier nicht mehr raus. Und zwar am besten noch, bevor das andere Engine hier hinten nämlich anspringt. Ja, das ist ja jetzt alles machbar. Ja, und hier hinten kannst du dann auch nochmal 4, 8, 12, 16, ja, 20 Motoren kannst du jetzt hier hinter noch setzen. Ja, Wasserkühlung ist alles vorbereitet, ist sehr schön. Ja. Für jeden Motor, ne, ja. Für jeden Motor. Gut, der Rest muss hier so bleiben. Gut, die Conduits muss man natürlich anschließen, ist klar. Du kannst hier hinten auch nur so weit gehen, wie jetzt die Benzinleitung gehen. Ansonsten musst du noch ein bisschen was ausheben da hinten. Wo, hier? Hä? So weit wie jetzt hier die Benzinleitung gehen, so weit kannst du jetzt nur gehen mit den Motoren. Ja. Weil wenn du da weiter gehst, dann kann es sein, dass sich die Benzinleitung mit der Kühlung... Mit der Wasserleitung verbindet. Ja, das wäre doof. Also wenn du das Ding noch erweitern willst, musst du hier hinten erstmal ausrupfen, musst die Wasserleitung nach hinten weiterlegen, diesen alten... Ich meine, wenn das voll ist und läuft, Alter, dann produziert das ja erstmal. Dann produziert das erstmal, ja. Das reicht dir erstmal für eine stabile Energieversorgung. Kommt drauf an, wie viel du ransetzen willst, aber es ist eben das Schöne, dass das Scheißding erweiterbar ist. Kommst du da nicht mehr raus? Ich komme hier immer raus. Ich weiß genau, wie ich die Sachen aufzubauen habe, damit ich hier wieder rauskomme. So. Ja, viel Spaß mit eurer Energieversorgung. Jetzt komme ich natürlich, das nächste Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr ins Lagersystem hier rankomme, aber das kann ich mir auch noch anders bauen. Ja, das kannst du sicher anders bauen. So, jetzt kriege ich aber erstmal die Koordinaten des anderen guten Menschen, ne? Ja, warte mal. Neuer Wegpunkt. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Das ist hier der Chat, den will ich nicht. Wegpunkte. Erzähl mal. Feuerwegpunkt. X-Koordinate. Wie haben wir ihn genannt? Wie heißt der Huggy? Huggin. Huggin 300. X-Koordinate. Huggin? H-U-G-I-N 300. Ist doch ganz einfach. X-Koordinate. Minus 158. Oh, geht das wieder los? Muss ich schreiben und zuhören und. Yep. Minus 158.
Z ist 1713. Ja, ja. Und Y? 64. Ich hab's geschafft, mir zu schreiben. Da bin ich auch schon. Hey, schick. In der Wüste siedelt er hier. Ja, wir müssen was Neues probieren. Moin, moin. Das ist doch schick. Hellblau kriegt er mal. Oh, guck mal, hier hast du sogar die Blümchen hier vor der Tür. Die würde ich einsammeln. Ja, das mache ich nur. Die bringen nämlich Dingenskirchen. Lorenstaub, genau. Die lasse ich dir auch stehen. Also um die Gebäude anderer Leute wird auch nichts verändert, nichts gepflückt, nichts gepflanzt. Das alles ist klar. ganz in dem Gedönskram. Boah. Was ist das denn hier? Gibt es hier zwei verschiedene Kakteensorten? Ja. Ist ja lustig. Huch. Ich brenne. Warum brenne ich? Keine Ahnung. Das muss ich immer wissen, wo sein Weg... Alter, wir sind hier alle in irgendeine Richtung verstreut. Ich brenne. Auf jeden Fall ist er irgendwo jetzt südlich. Erstmal da vorne ist hellblau. Da muss er sein. Eingang, und Keller, Hochhaus, Mine. Ach, ich kann ihn wieder seinen Wegpunkt nicht sehen, weil er zu weit weg ist. Das liegt, glaube ich, an der Kakteen, wo ich da gerade war. Ich weiß nicht warum, aber die hat mich, glaube ich, entzündet. Du musst was Gummi fragen, der kennt sich damit aus, wenn er im Keller brennt. Ich bin endlich wieder zu Hause. Jetzt kann ich an meiner eigenen Energieversorgung weiterbauen. Komm hier zu nichts. Ja, Aquarius Accumulator heißt so war das, ja. Aquarius Accumulator. Ja, der auch. Aquarius Accumulator. Dann brauche ich ja wieder noch. Oh. Warte mal, ich habe hier noch was von euch, sehe ich gerade. Oh. Da muss ich hin. Ich stehe in der Tür und warte auf dich. Ja, warte. Ich stehe hinter dir. Was? Du teleportierst dich in eine Bude? Ja, das sind die Koordinaten, die ich mal irgendwann von dir gekriegt habe. So, na, das war mal, da war, das stimmt, das war ja mal vor der Bude. Das war's. Warte mal, halt. Das war ja mal hier vor dem halt, Eingang. Halt, da kommt noch was. Das da. Das müsste noch alles gewesen sein, was ich jetzt noch von euch hier drin hatte, denke ich. Den Rest hast du uns abgeladen. Nicht bekannt. Ja, mindestens. Gut. Waypoints, Home Sweet Home, hin zu teleportieren. Und zack, weg ist er. Ja. So, jetzt kann ich endlich an meinem Kram weiterarbeiten. Was ist denn hier mit meiner Kokerei? Oh, die ist auch schon gut zugange. Muss ich wieder harten Glas machen jetzt, ne? Oh. Weiß nicht, was meine Katze da gerade macht, aber sie versucht verzweifelt, einen Karton aufzubekommen. Da will sie unbedingt rein. Weiß der Geier warum. Weil sie es kann. Ja. So. Jetzt komme ich endlich auch mal wieder zu meinem Kram hier. Das ist alles sehr schön. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich hier überhaupt jetzt noch machen will. Da brauche ich das alles für. Ja, gut. Irgendein Pulverized Obsidian. Jetzt geht das wieder los. Im Induction Smelter, der auch noch oben ist, den ich auch runterholen muss. Wenn uns einer hören würde, dann muss er auch denken, dass wir völlig bescheuert sind. Eigentlich kann das keiner. Ja. So, jetzt kann ich nicht mehr. Anschalten hier, dann kann er das nämlich alles durchjagen. Oh, wir haben 28 Pulverized Obsidian. Das ist schon mal ein Erfolg. Gatter haben wir hier schon, das ist auch schon mal wieder sehr schön. Lead Ingot. Sag mal, Gizzy, was zum Geier machst du da überhaupt mit der Kiste? Du hast doch irgendwelche katzischen Probleme hier. Die ist ja voll geschäftig bei, die lässt sich gar nicht stören. Dann geht sie runter, guckt sich die Kiste von verschiedenen Blickwinkeln an und dann wird an einer anderen Stelle weitergearbeitet. Die ist da. Jetzt gehen wir oben den Induction Smelter holen. Oh, das den kriege ich hart Glas, den kriege ich wieder Liquidukte, dann muss ich immer noch Energy Conduits machen und dann. Was macht eigentlich der Snoopy? Ich habe keine Ahnung, was das Snoopy macht. Ich mache mir gerade Eisentankwender. Achso, dafür brauchst du den Induction Smelter nicht, wusste er? Wo war der Induction-Smelter? Ist der hier, ne? Ich brauche jedenfalls erstmal wieder Setzlinge. Habt ihr ein paar Setzlinge für mich? Ich klau dem Snoopy hier oben die Maschinen. Klack, weg ist die Maschine. Habt ihr ein paar Setzlinge für mich? Paar? Warte mal, ich muss gucken, den Smelter habe ich im Gepäck. Den brauche ich. Tschüss, Snoopy. Setzlinge haben wir an Crow. Im Lagersystem, ich komme runter. Ja. Kann ich mir da welche abholen? Ja. Das ist ja sehr schön. Ich komme mal eben rüber verteilt. Kannst du auch für den David, kannst du einen. Du kannst ihm mal ein bisschen Holz vorbeibringen, ja. Ja. Ich mach mal hier Lieferservice, ja. Wir könnten ja lieb sein. Im Lagersystem, sagtest du? Ja.